Also auf dem Trainerbildschirm sah es aus wie eine Frau, aber gut. Ja, das ist männliches. Nidoran. Hätte eigentlich schon Nidorino oder sogar Nidoking sein können, weil Nidoran männlich entwickelt sich mit Level 16. Und gibt man den Nidorino einen Mondstein, wird's zu Nidoking. Und dann lernt's mit Level 20 oder 21 Fuchtle. Also es wäre viel besser als dieses normale Nidoran. So, das müsste Erholung sein, was wir da bekommen haben. Wir machen eine große Weltreise! Aber ich schaue nochmal nach, ob es wirklich die... Na, ich schaue nach, ob es wirklich Erholung ist. Aktiviert. Ah, Body Slam ist es. Body Slam. Habe ich in der roten Edition meinem Glurak beigebracht. Aber ich weiß nicht, ob es hier so... Ob ich es auch wieder machen soll. Ne, heben wir uns am besten fürs Schluss aus und dann... Dann bringen wir alle Pokémon die TMs bei, die wir brauchen. Oder ich bringe sie jetzt. Oder ich bringe sie. Wenn ich sicher bin mit den Attacken, dann bringe ich sie sofort bei. Aber bei Body Slam bin ich mir noch unsicher. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge das Team Rocket. Psst. Oh, ein getarntes CSI-Agent, okay. Schaut der eigentlich CSI Miami? Ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Trainer müssen wir besehen. Scheiße, der war ein Trainer. Fuck! Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Da machst du gar nicht allein Urlaub. Ach, der mit seiner Fratze. Schau mir zuerst sich an. Ah, Moment, ich muss meinen Finger da noch ein bisschen zum Knacksen bringen, weil die sind manchmal so. Ah, jetzt, ah, okay. Der hat einen Vulcano. Oh, Level 19. 18. Vulcano ist vom Typ her Feuer. Ich muss aufpassen. Angreifen mit Ghoul kann ich es nicht, weil es nicht so effektiv ist, aber mit Geowurf geht's. Sag ich ja, nicht sehr effektiv. Also warum greifst du mit Glut an? Ich hab's gerade öffentlich überall gesagt. Und der greift mich immer noch mit Glut an, also. So, jetzt hauen wir den Supertrank erstmal raus. Ja, beiß ruhig. Beiß ruhig, ja, genau. So, Geowurf. Gut, dass wir Glutexo Geowurf freigebracht haben. Ja, Glut, 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 kannst du was anderes? Kratzer! Tschüss! Vulcano, er hat ein zweites. Und ich mach mal kurz eine Pause, um zu schauen, ob es auch korrekt aufgenommen ist. Und hier bin ich wieder, ich habe auch gleich ein Safe State gemacht und es wurde aufgenommen. Und weiter geht's. Ein zweites Vulcano. Dass wir mit Geobuff wieder hitten können. Nerv mich nicht mit dein Geowurf. Geowurf regt mich. Quatsch, das sag ich. Reg mich nicht auf mit deiner Glut. Brüller bringt nur in wilden Kämpfen was, also wenn das Pokémon wild ist. Dann beendet es nämlich den Kampf und ja. Nichts passiert. Ist wie eine Fluchtattacke. Oh weh, verloren. Also wir brauchen immer noch einen Trainer, gegen den wir verlieren müssen. Gut, ich glaube, das ist ein Trainer, oder? Ne, ist keiner. Rot findet Top-Trank. Macholo. Oder bist du ein Trainer? Mein Macholo ist super stark. Mit seiner Stärke kann ich sogar Felsen bewegen. Eieiei, einer von den Matrosen ist einer. Oder ne, beide sind sogar, ne? Nehmen wir den oberen. Gegen den anderen müssen wir verlieren. Mein Rufeisilber steht auf dem Spiel. Das mache ich dann alles in einem Special dann. Was hier dann versteckt ist. Nämlich gar nichts. Sieber, komm, wir killen mit dieser Floß. Knosp, ja. So, so, dieser Knosp. Jetzt machen wir uns mal Rankenhieb. Oh, Blubber bringt nichts. Ja, komm schon, Rankenhieb. Warum ich jetzt so hellrede? Ich habe keine Ahnung. Ja, dein Blubber lässt mich kalt.
So, Tackle und Down. Level 24. Raserei. Ich weiß nicht. Naja, Raserei ist immer noch besser als Silberblick, würde ich sagen. 1, 2, schwupp. Gotex hat Silberblick vergessen und Gotex lernt Raserei. Raserei ist eine Attacke, die macht Glutexo pausenlos, bis einer halt drauf geht. Und wenn Glutex angegriffen wird, dann erhöht sein Angriffwert, während wenn Glutexo Raserei eingesetzt hat. Ja. Ja, komm, tackle mich ruhig. Ich glaube, dieses Muschas kann Aurora-Strahl. Aber ist egal. Tentara. Kennen wir aus Saphir und Donnerschlag. Giftattacke. Kann aber nicht vergiften. Alter, ist Säure. Wie dieser Knosp. So, zwei Gift-Pokémon stehen sich gegenüber. Egel sammeln. Es bringt deinen Säure nichts mehr, weil Egel sammeln unsere KP wieder auffrischt. Bis wie viel? Um 3, okay. Jetzt könnte man Heule hinsetzen, aber ich will den Kampf nicht zu lange herauszögern, deswegen Tackle. Nerv mich nicht mit deiner Scheißsäure-Attacke. Ja, mit deinen KP. Tackle. Down. Rot besiegt Matrose. Kehl unter. Das war's für mich. Gut, und gegen diesen hier müssen wir verlieren. Ich kontrolliere nochmal, ob er auch wirklich ein Trainer ist. Nicht, dass wir dann da stehen. Oh, er ist kein Trainer. Jawohl, er ist ein Trainer. Dann laden wir den Scheiß wieder und weiter geht's. Rot findet Äther. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Ja, und deswegen müsst ihr gegen mich kämpfen. Hehehe. Matrose möchte kämpfen. Matrose setzt Saber ein. Los, Grotaxo! Pikachu! Kacke! Warum setzt sich Pikachu ein? Habe ich gerade wohl nicht nachgedacht. Dieser Knoss. So, Rankin-Hype. It's the Rankin-Hype. Und dem Rankin-Hype. Dieser Knosp erreicht Level 21. Irgendwann lernt sie eine neue Attacke. Aber ich weiß sie nicht genau, wobei. Rankenhieb. Ne, Quatsch. Ranzersch, ich meine. Rasierblatt. Wann lernt sie ein Rasierblatt? Level 28, glaube ich. Aber was? Welche Attacke lernt sie mit Level 22? Ja, Giftpuder, genau. Level 22 oder so lernt Giftpuder. Oh Mann, wir müssen mal wieder ins Pokécenter. Unsere Pokémon kriegen ganz schön was ab. Auch wenn es nur Wasser-Pokémon sind. Tackle! Tackle! Attacke mit deiner Tackle. Oh nein, verloren. Und Pikachu ist fort. Einer geht noch. Wir sind hier keine Weicheier. Wie viele Kabinen sind es noch? Zwei, okay. Der noch. Na komm schon. Machen wir mal auf Risiko.
Auch Seeleute besitzen Pokémon. Ja, das ist mir schon klar. Ihr alle besitzt ihr Pokémon in dem Spiel, oder? Oh man, Tentara. Tentara kann keine Wasserattacke, das beruhigt mich, aber es greift nur mit Säure an. Und Superschall, glaube ich noch, und ein paar Wickelattacken müsste es noch können. Aber jetzt greifst du mit Säure an. Naja. Tschüss. Stern, du. Ist ja schön. Visa Knosp. Das Pokémon, das Misty hatte. Eieiei, Rankenhieb hat noch 4 AP, aber wir haben noch einen Äther. Den können wir auch noch verwenden, wenn die AP leer sind. Rankenhieb, ein Rankenhieb, ein Rankenhieb, sehr effektiv. Oh mein Gott, sing ich scheiße. Das war eine greife Leistung. Ich mag die MSN ehrlich gesagt nicht. Das müsste Erholung sein. Habe ich recht oder habe ich recht? Aktiviert Erholung, jawohl. So, was ist hier in der Kabine? Oh, zwei Trainer. Haben wir noch die Kraft, die zwei Trainer zu besiegen? Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Gut, können wir mit Visa Knoss vielleicht ownen. Scheiße, wir hätten den Äther noch gleich einsetzen können, bevor wir gegen diese Trainer da kämpfen. Ja, ja, egal, das ist ein Tache kriegt, Glutex ist schon klein. Das greift er eh nur mit Säure an. Und Superschall. Bam. Na, Stern, du. Das hat man gerade eben. Dann holen wir dieser Knosp wieder ins Boot. Okay, haben wir einen Trank, damit wir es heilen können? Jawohl, haben wir es. 4 Supertränke, sehr schön. Einmal können wir noch lange ausharren hier. Oh, Rankenhieb! Einmal noch. So, jetzt müssen wir einen Äther verwenden, wenn wir angreifen wollen mit einer Pflanzenattacke. Level 22. Jawohl, Giftpuder, ganz wie ich sagte. Okay, Heuler. Was soll denn das? Weg mit der Scheiße hier. Heuler haben wir seit Eon Parts nicht mehr verwendet. Oder haben wir gar nicht verwendet, soweit ich weiß. Muschas. Muschas ist ein bisschen... Naja. Hoffentlich kann es kein Aurora-Strahl. Machen wir die Schwächtaktik. Giftpuder und noch Egelsamen. Dann können wir sogar ohne Äther besiegen. So, denn jetzt kriegst du zweimal Schaden pro Runde. Einmal wegen dem Gift und einmal wegen der Schmarotzer-Attacke. Fehlt nur noch Wickel und dann ist es eine perfekte Kombi. Ah, Tackle sieht aber nicht viel ab. Ich glaube, Muschas hat... Ja, müsste sogar eine hohe Verteidigung haben. So, dann machen wir jetzt den Äther, weil das mir jetzt zu blöd wird. Rankenhieb. Und schon können wir wieder angreifen. Zack. Rot besiegt Angler. Mist, das war nichts. Und der letzte, den wir jetzt machen, bevor wir ins Pokesender gehen. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Nicht so aggressiv. Was heißt Kiel holen? Ich habe keine Ahnung. Ach, hallo. Irgendwas Blödes. Irgendwas... Ja, Böses, sage ich mal, heißt Kiel holen. Aber was das ist, weiß ich, kann ich nicht sagen.
Macholo, setz gerade Schlag ein. Ja, schön für dich. Geowurf. Ich greife jetzt nur noch mit Geowurf an. Bis Glutex zu Flammenwurf lernt. Welche Attacke lernst du mit dem nächsten Levelabschnitt 28 mit sein Ende der 20? Schlitzer, glaube ich. Nee, Schlitzer lernst mit 36 so rum, oder? Nee, doch, Schlitzer. Gut, dann hätten wir diese Ebene erledigt, bis auf den Trainer, gegen den wir später verlieren willen. Willen, oh Mann. Ich stottere. Im letzten Part war es nicht so. Naja, gehen wir mal zurück ins Pokécenter. Ich find's echt scheiße, dass hier in dieser Edition kein Heil in der MSN ist. In der Feuerroten und Blattgrünen Edition ist einer. Aber hier ist leider keiner. Deswegen müssen wir immer wieder zurücklatschen. 1, 2, 3. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ach, leck mich doch fett. Leck mich doch fett. Nerv mich nicht, du Arsch. Und hier ist die Arena. Oranje City Pokémon Arena, Arenaleiter Major Bob. Der blitzschnelle Arenaleiter. Das lesen wir von hinten, hinter dem Schild. Ja. Gut. Es ist echt eine Ironie, dass an einer Hafenstadt ein Elektro-Arena-Leiter ist. Lass mich rein, du Arsch! Hey, ich bin größer als die MSN. Seht ihr? Ah, ein Monster! Gut, diese Kabinen hätten wir auch. Das ist der Steward. Und hier unten kann man in die Cafeteria, oder? Ja, genau. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Dann mach's halt einfach, ist doch egal. Scheiß drauf. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Das ist ein Superball, den holen wir uns später. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Ich bin der Chef der Chusine. Ich bin der Chef der Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Oh Gott, das war der schwerste Satz, den ich hier in Pokémon lesen musste. Warum muss ich die Zwiebel stellen? Tja, dann machst du das nicht. Hast du schon von Relaxo gehört? Er schläft und frisst den ganzen Tag lang. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss nur Kartoffeln schälen und das immer und immer wieder. Hier ist nichts bloß Abfall. Rot findet Superball. Ist hier noch was drin? Nein. Oder? Nein. Hier ist nichts bloß Abfall. Na gut. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu See. Ihr Nebenhafen besucht uns ausschließlich geladene Trainer. Besuchen, oder? Besuchen, oh Mann. Deutsch ist eine schwere Sprache. Deutsch ist eine schwere Sprache. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Gang mit dem Zerschneider. Eieiei, was haben wir denn hier jetzt? Ahoi, Seemann, bist du sehr krank? Nein, bin ich nicht. Ahoi, ich bin ein Matrose und hier ist mein Macholo, das sieht dir auf den Hals herste. Geowurf! Batsch! Karate-Schlag! Und nochmal.
Der Geowulf. Hat Geowulf eigentlich was mit Geofissur zu tun, wegen den beiden Vorsilben Geo? Nein, ich habe keine Ahnung. Warum ich jetzt auf so ein Gesprächsthema komme, keine Ahnung. So, Pikachu. Mach dieses Tentara platt und verbrutzel es mit Donnerschock. Pikachu lernt mit Level 28 Donnerblitz. Ach, nerv mich nicht. Wechsel. Und wehe, du setzt nochmal Wickel ein, dann kriegst du aufs Maul. Danke. Aber du kriegst trotzdem aufs Maul, weil du mein Gegner bist. So, Egelsamen. Wenn es Wickel einsetzt, kriegt es zurück. Ach, nerv mich nicht. Her mit deinen KP. Vergiften können wir es nicht, weil Gift-Pokémon nicht vergiftet werden können. So, dieser Knoss benutzt jetzt den Tackle und ist sogar ein Volltreffer. Pikachu erreicht Level 22. Gut, ich wechsle mal die Position, weil unser Glutexo hat ein hohes Level schon. Aber Pikachu muss noch was machen. Wobei, hier setzen viele Wasser-Pokémon ein, deswegen dieser Knausplätzer. Pikachu kann man immer noch trainieren. Ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Wobei, wir gehen später in den Diktatunnel und da gibt es viele Boden-Pokémon. Also, Pikachu wieder an erster Stelle. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauer bekommen. Hey, wie wäre es mit einem Tänzchen? Nein, danke, kein Interesse. Matrose möchte kämpfen. Und er holt sein Macholo raus. Hatte ja fast jeder. Hier, alle haben fast einen Macholo und einen Tentara. Ja, Paralyse. Jetzt sind wir immer schneller als er. Verprügelt doch mein Pikachu nicht. Donnerschock. Wenn es nochmal ein Volltreffer ist vom Macholo, dann ist Pikachu down, aber ich glaube nicht, dass es ein Volltreffer ist. So, nochmal Donnerschock. Da ist noch Snap drauf. Und besser ist Rockzukeeper. Ich habe mir schon gedacht, ob ich Rockzukeeper einsetze, aber nee, muss nicht sein. Gut, sicherheitshalber setze ich jetzt den Supertrank ein, weil ich keinen Bock habe, dass Pikachu jetzt down geht. So. So, Donnerschock. Und tschüss. Ich bin beeindruckt. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Kennt ihr eigentlich das Video Pokémon in Real Life 3? Da hat das Pikachu von ihm Level 28 99 KP. Aber das kann nicht sein, weil Pikachu mit Level 40 99 KP hat. Jawohl. Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes, ja, das hatten wir schon. Gut, hier sind noch ein paar Kabinen, die wir noch nicht durchsucht haben. Hey, Polizei, zeigen Sie mir einen Ausweis. Auf all meinen Reisen habe ich noch nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Relaxo, Tagträumer. Okay. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Angler. Tentara, Tentara, Muschas. Ach, fuck. Donnerschock. Autowasser-Pokémon, das ist eine geile Atmosphäre hier. In einem Schiff, das die Wasser-Pokémon einsetzen. So, in den anderen Editionen wurde es leider anders geregelt. Da haben nämlich alle Trainer verschiedene Pokémon. Finde ich sehr schade eigentlich, weil wir sind hier auf hoher See und da ist es atmosphärisch sehr cool, wenn man da Wasser-Pokémon reinbaut, so wie hier. So, Bisaknosp.
Also immer nach der Landschaft würde ich die Trainer so hinstellen, dass die nach der Landschaft passende Pokémon haben. Haben sie hier in dem Spiel alle richtig gute. Aber in den anderen Generationen würde es ein bisschen anders gestalten. So. Tackle. Hey, Goldini, lass mal dieser Knosp erst noch draußen. Damit Pikachu sich ein bisschen erholen kann. Bringt eigentlich nichts, aber egal. Ah, scheiße. Sehr effektiv. Schnabel, Vogelattacke. Und Level 23. Okay, das war's für mich. Tschüss. Halt, Polizei, was haben Sie hier versteckt? Im Wettstreit mit der mit der Jugend bleibe ich jung. Oh Gott, Gentlemen. Ein Waterball. Elektro. Hat hier auf hoher See eigentlich nichts verloren. Aber ich schätze mal, das soll eine Vorbereitung für die Elektro-Arena sein. Deswegen haben die Macher das, glaube ich, reingesetzt, dieses Waterball. Ultraschall ist eine besondere Attacke. Ultraschall zieht immer 20 KP ab. Ähnlich wie Geowurf. Oder Drachenwut. Drachenwut zieht 40 KP immer ab. Okay, ich schätze mal, das Voltoball. Selbstmord begeht. Eigentlich wollte ich sagen, dass Voltoball mehr als 50 KP hat und dass wir länger brauchen, um es zu killen, aber es kam überraschend der Finale. Finale killt das Pokémon und richtet sehr hohen Schaden an dem Gegner an. Also kann man einsetzen, wenn das eigene Pokémon kurz vorm Draufgehen ist. Okay, Rankenhieb. Magnetilo ist, habe ich glaube ich schon mal gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Magnetilo ist ein Elektro-Pokémon. Ab der zweiten Generation hat es zusätzlich zu seinem Elektro-Typ noch einen Stahltyp bekommen. Scheiße. Please Manual werden wir gerade abgeschlachtet. So. Okay, der Trainer ist ein bisschen stärker als die anderen. Alter! Das Gute an Superschall ist, es kriegt keinen Volltreffer. Also, ja, egal was machst, Ultraschall zieht immer 20 KP ab. Ach, da fühlt man sich gleich jünger. Rot findet den Top-Ether. Top-Ether ist gleich wie Ether, bis auf dass es dann komplett wieder aufgefüllt ist, die AP. Vier Kabinen sind es noch. Ich gehe mal sicherheitshalber zurück wieder ins Poké-Center. Oder soll ich hier bleiben? Na, ich gehe zurück. Ohne unser Glutexo fühle ich mich schwach. So. Ab ins Pokémon Center. Willkommen im Center. Wir heilen deine Scheiße und machen sie wieder. Ja, ja, ja. Jedes Mal ist es vor. Es ist jedes Mal das Gleiche. Also, warum da ist es euch eigentlich vor, wenn ihr es schon checkt? Oh, man. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gut, dann gehen wir jetzt nach rechts und wieder nach unten und wieder nach links und wieder nach unten und werden voll gequatscht und gehen rein. Und zwar komplett mit Pikachu. Oder wir schmeißen Pikachu vom Board runter.
Und dann kannst du um sein Leben schwimmen und dann kehrst zurück eines Tages als Raichu und rächt sich an uns. Aber erstmal mal in Safe State. Ich lebe, glaube ich, lange genug mit dieser Aufnahme. Bis gleich.